Ja, Freunde, willkommen zurück. Der letzte Part hat sich bei 20 Minuten leider selbst beendet. Ich habe dann wahrscheinlich noch nachträglich den Schluss reingeschnitten, einen etwas lustigen Schluss, nämlich, ja, Fraps ist wieder mal abgekackt, beziehungsweise der Server, und dadurch ist Fraps abgekackt. Naja. Ich bin jetzt auf Open Broadcaster umgestiegen. Juhu! Freut euch, Open Broadcaster ist da. Das heißt, ich höre mich nicht immer doppelt. Das ist wundervoll. Gut. Wo war ich letztes Mal? Wir sprachen über Chromosomen. Genau, stimmt. Was habe ich da gesagt? 1000 Chromosomen, ja. Je mehr Chromosomen man hat. Je mehr Chromosomen man hat, desto niedriger ist eigentlich die Lebensform. Lässt sich statistisch beweisen. Statistisch, genau. Ja, genau. Und das heißt, wenn du jetzt 1000 Chromosomen hättest, dann wärst du ungefähr so ein Bandwurm. Cool. Mega geil. Ich wollte schon immer ein Bandwurm sein. Bandwürmer sind toll, die kannst du im Auge haben. Lecker, lecker. Ihr müsst euch jetzt in diesem Moment das Bild von einem Bandwurm anschauen, liebe Zuschauer. In einem Auge. Vielleicht blendet ja der Fensterkiller bei sich das Bild ein. Ich bin zu faul. Ich kann, und außerdem bin ich sehr unfähig und ich kann das nicht. Deswegen wird es das bei mir nicht zu sehen geben. Außerdem für alle Kinder, die zusehen, man will das nicht sehen. Tut es euch nicht an. Das stimmt, ja. Ja. Mein kleiner Freund der Bandwurm. So. Ich bin hier bei einem Lavasee. Ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Bist der Lava, Lava. Ja, genau. Und ich fördere gerade in extraorbitantem Maße Kohle. Und da wäre tatsächlich auch noch Obsidian vorhanden, aber das nutzt mir nichts. Ach, hier ist Eisen. Eisen brauchen wir eh, oder? Wir haben 1,5 Stacks. Egal, wir brauchen Eisen. Wenn ich das sage, da brauchen wir Eisen. Also wenn ihr jetzt denkt, warum bin ich dann hier, dann schaut euch mal an, auf welcher Höhe ich bin. Ich mache das mal kurz mit F3. 1000. Ich bin auf Höhe 11 im Moment. Das ist die Diamantenhöhe. Höhe. Ich suche gerade nach Diamanten. Na, da ist Gold. Cool. Das hole ich mir mal jetzt. Möglichst ohne ein wenig Lava zu kosten. Genau. Das wäre nicht gerade sehr cool. Das wäre hot, um genau zu sein. Hot bin ich ja eh schon, da brauche ich keine Lava. Ja, eben. Deswegen, das wäre gefährlich. Lava. Oh, geil. Ich hab's geschafft. Ernsthaft. Aber ich bin nicht in der Lava. Nein, denn ich bin der Mr. Lava Lava. Genau. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Auf alle Fälle. Voll Fehler. Scheiße. Ah, jetzt. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier weiter. Holt eure Bücher raus. Es geht weiter. Oh, da schreit jemand. Liebe Zuschauer. Maxi! Zimtschnecken! Genau. Bitte, liebe Zuschauer, an dieser Stelle bitte ich euch, dem Monolog meines lieben Freundes zu lauschen. Ich bin gleich wieder da. Hallo, meine Freunde! Wie geht es euch? Was ist denn los? Man hört den Nachhall von seiner Stimme durch den Hallway. Was? Durch den Flur. So, jetzt haben wir es. Wahrscheinlich geht es um sein Essen und sein Mikrofon wird gerade vollkommen sehr laut. Es stellt sich automatisch der vorhandenen Lautstärke in seinem Zimmer passend an. Und deswegen rauscht es jetzt und man hört die ganzen Gespräche in seinem Haus. Und er lacht. So, ich erzählte gerade meiner lieben Mutter, dass sie sich auf dem Let's Play Video verewiglicht täte. Das hat's. Das, oh, 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 ich brenne!
lol. Ein Burning! I don't like when I'm burning! Scheiße, oh. Ich will jetzt nicht sterben wegen dem Dreck. Jetzt komm, bitte hör auf. Bitte. Bitte nicht. Alter, ich glaube, ich sterbe jetzt wegen dem Dreck. Hoffentlich. Oh, doch nicht. Jetzt warte mal. Jetzt tun wir hier das her. Dann geht das weg. Sehr gut. Ja, es war wieder mal grandios. Ja. Grandios. Ich werde jetzt hier einfach so eine Brücke durch die Lava bauen. Mit Bruchstein. Brechstein, was? So. Und wenn ich da jetzt reinfall, bin ich tot. Da bin ich so tot. Das heißt, wenn die Shift-Taste jetzt aus irgendeinem Grunde versagen sollte, bin ich Matsch. Und mein ganzes Inventar mit mir. Aber no risk, no fun, liebe Leute. Das ist dein Motto. Das ist mein Motto. Nein, mein Motto ist, mein Lebensziel ist, den Ausgang aus meiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu schaffen. Ah. Okay. Okay, Mami. Interessant. Interessant. Geht es da hinten weiter oder geht es da hinten nicht weiter? Da hinten geht es nicht weiter. Es ist aber nicht gutabel, wenn es dahinter nicht weitergeht. Dann werde ich jetzt einfach mal hier mich durchbuddeln, oder? Was sagt ihr da, Leute? Ich sollte was essen vielleicht. Ja, und ich habe die Sounds gemoddet. Das blubbert jetzt so richtig schön bei mir. Gemoddet? Ja. Gemoddet. Wo bist du eigentlich? So ungefähr. Ich bin unter der Erde bei den Koordinaten minus 47, 11, minus 279, ne? Du kannst ja gerne vorbeischauen, wenn du willst. Nee. Nein, lass danke. Mich nachdenken. Nein. Übrigens, du musst die Server Message of the Day, weißt du schon, die Message da, musst du noch farbig machen, weil sonst ist das nicht leiwand. Sonst ist das nicht leiwand. Okay, ja, irgendwann, wenn ich die Zeit finde. Wir haben jetzt unseren lokalen Server, also eher nicht lokal, aber bei mir war er ja lokal auf dem Rechner, haben wir jetzt ausgetauscht, weil das die ganze Zeit abgestürzt ist, gegen einen wirklichen Server, naja, genau. Top-Server, Punkt. Ja. Top-Server mit dem besten 3 Server. Megabyte RAM oder so. Ja, ungefähr. Aber er reicht für unsere Bedürfnisse. Mhm. Wer weiß, vielleicht können wir euch ja mal einladen. Aber ich habe jetzt abgegradet. Ich habe jetzt abgegradet auf 1 Gigabyte. 1 Gigabyte für 3 Slots. Top. Top, ja. Alter, top. So, was schmeiße ich bei Blockhost, wenn ich dran denke, dann blende ich hier irgendwas ein. Ja, related und dieser to Betreiber Blockhost. Sponsert uns nicht. Nein, nicht, leider niemals. Nicht. Nein, wirklich nicht, aber wir finden einfach, es ist ein guter Betreiber. Und ja. Genau. Ich meine, ich glaube, der Minecraft-Boom flaut jetzt ja immer wieder so ein bisschen ab, leicht, ne? Da ist es als Alter. Als Betreiber von solchen Servern natürlich auch schwerer sich zu halten. Vor allem gegen Nitrado, diese alten Negerkinder. Deswegen. Ja. Ach ja. Nitrado. Hast du dann nicht einmal einen Server gehabt bei denen? Ja, für kurze Zeit. Aber dann bin ich wieder zu Blockhaus gegangen. Bei Nitrado war es damals so, es war sau teuer. Und. Ist es nimmer? Ist es nicht mehr teuer? Keine Ahnung, habe ich nicht nachgesehen. Aber die haben sowieso jetzt so eine Monopolstellung. Also, wenn da jetzt die Server teuer sind, dann weiß ich auch nicht. Wieso Monopolstellung? Ja, weil jeder kauft Server bei Nitrado und alle YouTuber promoten Nitrado und jeder hat Verträge mit Nitrado und alles ist Nitrado. Nitrado ist Gott. Nitrado 42.42. Genau. Was? ich muss mein Texture Pack editieren. Ich muss diesen komischen. Was zum Teufel? Ich bin schlau. Ich bin auf einen Gang von mir selbst gestoßen. Toll. Wundervoll. Stuhlgang. Ist das mein Gang? Kann das sein? Nee, oder? Doch, tatsächlich. Es muss fast meiner sein. Da ist ein Ofen, eine Workbench. Hä? War ich hier schon mal, Leute? Sagt's mir mal. Herobrine.
War ich hier schon einmal oder war das Hieroprime? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir gar nicht sicher. Ui. Ach ja. Ah, da hat jemand ein Kohleflöz übersehen. Das ist aber nicht gutabel. Aber nach Kohleflözen zu suchen, ist ja jetzt... Ja, das sind tatsächlich meine Gänge. Das sind meine Gänge, auf alle Fälle. Es ist ja schon mal öfter passiert, dass ich im Dorf gespawnt bin. Ihr wisst schon, wenn ihr das Let's Play regelmäßig schaut. dieses eine Dorf mit den Häusern und so, ne? Da bin ich gespawnt aus Versehen, weil das ist ja eigentlich eine Welt. Wir sind einfach nur ein bisschen weggeflogen, haben uns eine Insel gesucht, ne? Genau. Und es gibt da eigentlich noch so ein Dorf, was wir mit anderen mal aufgebaut hatten. Und anscheinend habe ich die Gänge damals bis hierher gegraben. Wow. Was? Man findet einfach Relikte aus einer längst vergangenen Zeit. So weit. So weit? Ich so weit, wieso? So leckt mir am Arsch. Das gibt's doch gar nicht. Gar nicht. Doch, bei Roller. Ja, wunderbar. Okay. By the way, wir brauchen ist Montag. Ich werde es nicht. Ich werde es nicht zeitig hochladen. Ich werde es wahrscheinlich so hochladen, dass ich praktisch einen Tag ein Tomb Raider Video und einen Tag ein Minecraft Islands Video hochlade. Aber naja. Ah, naja, in dieser Woche oder nächste Woche, denn morgen ist ja Montag, habe ich sowieso noch eine lustige Bio-Klausur, ne? Cool. Du hast ja jetzt deine Abschlussprüfungen geschrieben. Ja, genau. Waren sie denn gutabel? Mathe war schwerer als sonst, aber... Ja, bei mir Mathe-Abi wird super. Ich werde es bestimmt nicht verkacken. Nein, niemals. Ich kann ja Mathe so gut, wisst ihr? Ich bin ein Mathe-Genie. Top Mathe. Was ich komisch finde, man sagt ja immer, die Jungs, die können Mathe ja, viel genau. besser als Mädchen. Aber, Leute, seid mal ehrlich. Hand auf eure... Was auch immer. Egal. Seid mal ehrlich. Haben wir überhaupt weibliche Zuschauer? Ganz bestimmt. Seid mal ehrlich. Aber seid mal ehrlich. Dem ist nicht so. Dem ist überhaupt nicht so. Ich irre gerade durch Gänge, die ich schon mal erforscht hätte. Aber ich finde hier irgendwie gar nichts. Ach, da habe ich ein Eisen übersehen. Ha. Das ist ja unglaublich, dass man hier alles anfindet. Was machst denn du so gerade, Fenster? Erzähl es mir doch einmal. Terraformen. Oh, auf dem Mars oder was? Ja, so, eher so ungefähr. Okay, sehr gut. Sehr gut, Tabel. Ich buddel mich jetzt mal kurz senkrecht nach oben. Was man auch nicht machen sollte übrigens, Leute, aber ich verstoße heute mal gegen alle Gesetze. Denn Anarchie. Ich finde hier unten sowieso nichts. Das ist sehr nervig. Deswegen gehe ich einfach nach oben und baue ein paar. Was baue ich denn? Brauchen wir noch irgendwas? Ah, ich könnte vielleicht Essen. Mal Kartoffeln. Genau, Essen, Kartoffeln genau. und sowas könnte ich mal besorgen. Wo kriege ich denn wichtig. Die her? Oder Zombies töten. Ja, aber wir haben ja unsere Insel. Wir haben einen Zombie-Spawner. Wir könnten eine Monsterfarm bauen. Auf alle Fälle, das machen wir. Mhm. Ah, da ist mehr. Das ist aber nicht so geil. Wo habe ich mich denn jetzt reingegraben? Hä? Oh, ich bin in einer Höhle, oder was? Oh mein Gott. Warte mal. Mal kurz. Ich baue uns hier gerade eine Insel zum Farming Ground aus. Also hier können wir irgendwas anpflanzen. Lol, regnet es? Ja. Bei mir prasselt gerade der Regen so oben. Dieser Soundmod, der ist voll cool. Ach, du hast... Ah, ach so. Ha, ja, mit dem Resource Pack. Ah, cool. Mega. Ach, komm jetzt. Oh, ich habe keine Spitzhacke mehr. Schlecht. Okay, das ist nicht gut. Oh. Mami, das ist nicht gut. Baue ich mir halt eine. Haha. Eine steinerne Spitzhacke. Hört euch das mal an, Leute. Mögt ihr es eigentlich auch so gerne, wenn es regnet draußen und ihr dann im Bett zum Beispiel liegt
Also ich könnte mich da immer im Bett einfach nur zusammenrollen und grunzen. Einfach nur grunzen. Cool. Wow. Oder was? Ja. Kannst du nicht grunzen? Grunzen. Lecker. Grunzen. Es gefällt mir zu grunzen. Me gusta gruntar. Oder auch nicht. So, ich nehme kurz noch das Kohleflöz mit, weil an Kohle kann man nie genug haben. Das wird später sonst eh nervig, wenn wir dann eine riesige Metropole auf dieser Insel errichtet hätten. Also wie gesagt, Leute, vielleicht machen wir es ja wirklich so, dass wir mal mit Zuschauern so Specials machen, wo ihr dann auch, ach, ich sehe deinen Namen, wo ihr dann auch drauf könnt oder so. Okay. Und dann können wir ja da gemeinsam was bauen, ne? Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja, bitte. Weißt du, was wir nächste Folge machen? Ja. Eine Monsterfarm bauen. Ja, das tun wir. Das ist sehr gutabel, deine Idee. Ich springe jetzt einfach mal. YOLO, weg. Oh. Naja. War ja gar nicht so schlimm. So, und jetzt? Jetzt habe ich nur noch zwei Fackeln. Ich farme hier noch ein bisschen Weizen. Und dann ist die Folge auch schon vorbei. Oh, bist jetzt du immer dieser blöde Honk, der die Folge beendet, ha? Ja, sonst haben wir 30 Minuten Folgen, die sowieso keiner ansieht und 200.000 Gigabyte groß sind. Ja, auch wenn die Folge 2 Minuten groß ist, sieht sie keiner an. Ja, aber trotzdem. Ich mag den Soundmod und der Regen ist gerade etwas laut bei mir. Sorry, Leute. Je mehr Prozent vom Video angesehen werden, desto höher wird man in den Suchergebnissen gerankt. Also ist mir scheißegal. So YouTube-Money-Zeug. Ah, ich brauch doch kein Money, ich bin doch kein Kapitalist. Bitte, bitte. Aber ich? Hahaha. Nein! Nein! Wie laut ist dieser Regen, bitte? 1000, du kannst ihn ja zurückstellen. Jetzt ist das scheiß Wasser so laut, das ist los. Oh, Atmosphäre, Umgebung und tschüss. Get out of my way. Das ist immer noch laut. Mann. Den Sounds zurückstellen. Zurückstellen. So, wo bin ich denn jetzt? Verdammt nochmal. Es geht doch nicht. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich bin jetzt ohne Witz zum Dorf gelaufen, oder? Kann das sein? Ernsthaft? Aber du warst doch gerade noch bei mir. So schnell geht das auch nicht. Nein, ich bin auf der Insel. Alles nice. Klar. Alles klar auf der Insel. Alles klar hier. Ne, das Dorf ist dann doch ein bisschen weiter weg. Ja, das ist sehr weit weg. Oh, Leute, seht ihr das? Das ist ein Bug in Minecraft 1.8.7. Ja, rotes Zeug. Ja, war gerade wieder. Ist aber jetzt wieder weg sogar. Ist eigentlich ziemlich gut. Ach, da hinten bist du. Da hinten. Aua. Au. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich habe ein Schwert. Go away. Ich habe ein scharfes... Alter, jetzt hör auf, du blöde Grafik. Schon wieder rot. Sorry, Leute, aber irgendwie... Das Minecraft ist wieder buggy wie Sau. Aber das kennt man ja, ne? Das kennt man ja. Jetzt bitte hör auf, rot zu sein. Ich mag das nicht. Ich mag das gar nicht, wenn das rot ist. Hallo. Aber man sieht ja noch was, außer dass das komm, jetzt komm ins Bett, ist. Komm ins Bett. Komm ins Bett, Schatzi. So. Okay, ja dann. Nächste Folge, Pläne für nächste Folge. Monsterfarm anfangen und bauen vielleicht sogar. Und nicht mehr in den roten Bildschirm haben. Ja, was? Besser nicht. Nein, also dann, Leute, macht's gut. Ich versuche jetzt dieses Problem einzudämmen. Ich glaube aber, ich schaffe es nicht. Es könnte sein, dass du es nicht schaffst. Es könnte sein, dass ich scheiße bin. Naja, dann macht's gut, Leute. Chillt euer Lieben. Bis zum nächsten Mal.